Hi, hier ist Markus von der Gitarrenbass Online-Schule. Ich hoffe, euch geht's gut. Und in der heutigen Folge wollen wir uns wieder mit Barré-Akkorden beschäftigen. Und zwar hatten wir uns ja schon mit der A, der E und der D-Form beschäftigt, wobei die D-Form ja kein richtiger Barré-Griff war. Und heute ist dann die C-Dur-Form an der Reihe. Die Herleitung von der C-Form, also die C-Dur-Form als Barré, die funktioniert im Prinzip genauso wie die anderen Herleitungen. Wir werden das trotzdem nochmal Schritt für Schritt durchgehen. Und ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr die anderen Videos nicht gesehen habt, guckt euch die nochmal an. Also ich habe da wirklich erst mit der E-Form, dann der A und dann der D-Form begonnen. Und da könnt ihr das wirklich alles nochmal genauer nachvollziehen, wie das mit den anderen Formen funktioniert. Und dann mit der C-Dur-Form anfangen. Die C-Dur-Form ist im Prinzip, ich würde mal sagen, die benutze ich nicht so häufig im Rhythmusgitarrenspiel. Einfach aus dem Grund, weil der Akkord, ich fand den immer so ein bisschen, als ich angefangen habe, mich mit Barrés zu beschäftigen, klar habe ich mich damit beschäftigt, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich so in Bandsituationen eher die anderen drei Formen, also meistens die A- und die E-Form benutzt habe. Und dann ab und zu mal die D-Form, aber die C-Form, und wir kommen dann auch noch zu einer weiteren Form in der nächsten Folge, der G-Form. Die beiden habe ich im Prinzip kaum benutzt, heißt aber nicht, dass ihr die nicht benutzen könnt. Also ich würde euch immer empfehlen, probiert wirklich so viel aus wie möglich und entscheidet dann wirklich für euch, was wirklich für euch funktioniert. Also wenn ihr jetzt merkt, meinetwegen die D-Form, die gefällt mir nicht. Dafür gefällt mir die C-Form, dann könnt ihr auch die C-Form sehr gut in euer Spiel mit einbauen. Und da würde ich euch immer wieder wirklich dazu raten, probiert alles aus und dann entscheidet immer selbst für euch, was ihr mit in euer Spiel aufnehmt und was nicht. Also der C-Dur-Akkord ist ja erstmal dieser hier. Von der Intervallstruktur haben wir auf der A-Seite den Grundton, dann haben wir die große Terz, den Ton E. Dann haben wir das G, das ist die reine Quinte. Dann haben wir nochmal den Grundton auf der H-Seite und nochmal die große Terz auf der hohen E-Seite. Wenn wir jetzt den Akkord verschieben möchten, dann müssen wir natürlich erstmal wieder wissen, wo ist der Grundton. Und das habe ich euch eben schon beantwortet. Der Grundton ist einmal auf der A-Seite und auf der hohen E-Seite. Und wenn ihr euch schon mit den Barré-Akkorden der A-Form beschäftigt habt, wo ja auch der Grundton auf der A-Seite ist, dann sollten euch eigentlich die Grundtöne oder die Töne auf der A-Seite schon ein bisschen mehr im Kopf sein, als meinetwegen die Töne auf der H-Seite, weil ihr euch damit wahrscheinlich schon mehr beschäftigt habt mit den Tönen auf der A-Seite. Wenn ich jetzt beispielsweise von diesem Akkord einen D-Dur-Akkord mit dieser Form greifen möchte, dann muss ich erstmal überlegen, wie weit ist D von C entfernt. Und D ist genau zwei Halbtonschritte, also sprich ein Ganztonschritt von C entfernt. Auf der Gitarre entspricht das ja zwei Bünden, also ein Bund ist ein Halbtonschritt. Wenn ihr zwei Halbtonschritte habt, müsst ihr zwei Bünde hochgehen. Das heißt, ich verschiebe erstmal jeden Ton, den ich greife, um zwei Halbtöne. Das heißt, ich wäre hier im fünften Bund mit dem dritten Finger und die anderen beiden Finger analog im vierten und im dritten Bund. So, jetzt kann ich auch kontrollieren. Ich habe ja eben gesagt, der Grundton bei der C-Form, der ist auf der A-Seite. Und dann gucke ich mal, ich habe auf der A-Seite im fünften Bund habe ich ein D. Könnt ihr euch immer merken, weil damit stimmt ja halt die nächste Seite. Und ich habe auf der H-Seite im dritten Bund habe ich auch den Ton D. Also von daher wäre das ein D. Aber ihr müsst natürlich wieder aufpassen. Ich habe bei der C-Form habe ich zwei leere Seiten dabei. Und zwar die G und die hohe E-Seite. Das heißt, wenn ich jeden Ton zwei Bünde verschiebe, muss ich natürlich auch die leeren Seiten zwei Bünde höher greifen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich auf der hohen E-Seite müsste ich jetzt im zweiten Bund greifen. Das kriege ich natürlich so, wie ich den Akkord jetzt greife, nicht hin. Das heißt, ich muss einmal die Finger umpositionieren. Das heißt, im Prinzip brauche ich den ersten Finger, der muss frei sein. Und ich tausche jetzt einfach die Finger aus. Also der erste wird gegen den zweiten getauscht, der zweite gegen den dritten und der dritte gegen den vierten Finger. Das sieht dann so aus. Und den ersten Finger, den lege ich dann über die G und die E-Seite. Das ist dann in dem Fall die Barré-Form. Der greift natürlich auch noch die H-Seite mit.
Aber auf der H-Seite musste die Seite nicht, die muss nicht vom ersten Finger runtergedrückt werden, weil da ist ja der zweite Finger und greift noch danach. Man könnte jetzt auch einige legen, vielleicht den Finger hier komplett einmal rüber. Müsst ihr jetzt nicht machen, es sei denn, ihr wollt vielleicht noch die tiefe E-Seite mitdämpfen, aber die beiden Seiten, die A- und die D-Seite, müsst ihr nicht mitgreifen, weil die werden ja von den beiden Fingern gegriffen. Und dann habe ich hier den D-Dur in der C-Form. Das gleiche kann ich jetzt natürlich machen, wenn ich jetzt beispielsweise ein F haben möchte. Dann muss ich nur wissen, wie weit ist F von D entfernt. Und das F ist nochmal 3 Halbtonschritte von D entfernt. Das heißt, ich gehe 1, 2, 3 Bünde nochmal höher. Und ich habe auch, ihr könnt das nochmal kontrollieren, ich habe im achten Bund auf der A-Seite ist tatsächlich das F und hier im sechsten Bund auf der H-Seite ist auch der Ton F. Ich habe halt im fünften habe ich das E, damit stimme ich ja die E-Seite, das merke ich mir so als Riffer oder als kleinen Eckpunkt. Und daneben ist dann gleich das F und dann habe ich hier den F-Dur-Akkord. Ihr müsst aufpassen, von E nach F ist es nur ein Halbtonschritt, weil wenn ihr das auf dem Klavier betrachten würdet, hättet ihr zwischen E und F keine schwarze Taste. Zwischen C und D hättet ihr noch eine schwarze Taste dazwischen. Deswegen ist es halt von C nach D sind 2 Halbtonschritte und von E nach F ein Halbtonschritt. Wenn das für euch nicht so ganz klar ist mit diesen Halbtonschritten, das ist natürlich Voraussetzung, um zu wissen, wie weit ich einen Akkord verschieben muss, um zum bestimmten oder zu dem gewünschten Akkord dann hinzukommen. Wenn ihr das nicht wisst, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen, weil das ist wirklich so Grundlage, die ihr tatsächlich braucht, um Akkorde zu verschieben. Weil sonst lernt ihr immer, nur wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt ein F und möchte irgendwie die Form haben, lernt ihr das als F auswendig, aber versteht überhaupt nicht, wie ihr da hinkommt. Und wenn ihr das Prinzip versteht, dann könnt ihr euch wirklich jeden Akkord, den ihr haben wollt, könnt ihr euch so herleiten mit diesem Konzept. Ich bin ja bei den anderen drei Akkorden, also bei der A, D und bei der E-Form bin ich ja noch darauf eingegangen, dass wir aus dem Akkord Moll einen Dominant 7 und einen Moll 7 Akkord machen können. Es wären noch andere gegangen, aber ich wollte das da ein bisschen eingrenzen, damit das nicht zu viel wird. Bei der C-Form können wir nicht so leicht einen Moll-Akkord draus machen. Und zwar warum? Weil, wenn ich diesen C-Dur-Akkord greife, ich muss ja bei der, um aus dem Dur-Akkord Moll-Akkord zu machen, muss ich aus der großen Terz eine kleine Terz machen. So, ich habe die große Terz habe ich einmal hier auf der D-Seite. Das wäre kein Problem, den einen Halbton runterzusetzen. Da könnte ich zum Beispiel dann so greifen. Aber ich habe ja noch die hohe E-Seite und da ist auch die große Terz. Und wenn ich die mitspielen möchte, dann kann ich die nicht als Moll-Akkord spielen, weil ich kann die E-Seite, die leere E-Seite, keinen Halbton tiefer spielen. Das funktioniert dann nicht. Es sei denn, ich drehe hier am Knopf, an der Mechanik und stimme ihn halt schon tiefer, dann würde das natürlich funktionieren. Aber so, in der Form, könnt ihr nicht den ganzen Akkord als Mollakkord spielen. Es sei denn, ihr würdet den Ton auf der hohen E-Seite rausschmeißen, dann würde das funktionieren. Also, das ist halt wirklich viele fragen sich einfach, ja, warum kann ich dann aus der C-Form keinen so einfach Mollakkord machen? Und das ist halt der Grund. Also, wie gesagt, es würde so gehen, dass ich den so spiele, aber ich darf nicht die hohe E-Seite mitspielen, weil wenn ich die mitspiele, habe ich die kleine und die große Terz im Akkord. Und das klingt ein bisschen spannungsreich. Von daher müsst ihr da ein bisschen vorsichtig sein. Man könnte jetzt durch rumbauen. Also ich könnte beispielsweise, wenn ich jetzt einen 7er Akkord machen möchte, ist es im Prinzip ähnlich, weil beim 7er Akkord habe ich bei diesem Akkord, brauche ich 4 Finger. Das heißt, der ließe sich auch nicht als Barré greifen, weil mir fehlt halt tatsächlich dann ein Finger, um den zu greifen. Wenn ich jetzt beispielsweise hier ein D habe und D7 greifen wollte, müsste ich ja noch im Prinzip auf der G-Seite im fünften Bund greifen und da fehlt mir einfach der Finger. Was ich machen könnte, ich könnte Major 7 Akkord greifen. Da müsste ich nämlich nur den Finger hochnehmen, weil da brauche ich eine große Septime. Das würde funktionieren, aber eine kleine Septime, da müsste ich den Ton nochmal einen Halbton runtersetzen. Und das geht wieder mit der Anzahl an Fingern, die ich habe, lässt sich das nicht realisieren. Ich könnte natürlich den Grundton, diesen hier, jetzt 2 Halbtöne runtersetzen und die kleine Septime hier spielen. Dann hätte ich aber, hätte ich zwar einen Dominant-Sept-Akkord, das ist dann aber eine andere Umkehrung. Und wir haben uns bis jetzt nur mit den Akkorden in der Grundform beschäftigt. Das heißt, der tiefste Ton ist immer der Grundton. Es gibt dann auch noch andere Akkordformen, dass sie dann Umkehrungen bildet, aber so weit möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, weil ihr sollt euch wirklich erstmal dran gewöhnen, die Akkorde wirklich vom Grundton auszuspielen, damit ihr auch immer den Grundton als tiefsten Ton hört und euch so ein bisschen vom Gehör
auf den Klang tatsächlich einstellen könnt. Alles andere, wenn ihr diese Grundakkorde und so in den Fingern und in den Ohren habt, dann könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt. Also ihr könnt dann immer weiter damit forschen. Aber ich würde erstmal, wenn ihr jetzt noch so am Anfang seid damit, macht nicht zu viel auf einmal, sondern bleibt jetzt erstmal bei dieser Form. Und dann müsst ihr es halt erstmal akzeptieren, dass es nicht so einfach ist, aus diesem Dur oder dieser Akkordform noch andere Akkorde zu erstellen. Das funktioniert halt leider nicht immer, aber so ist es halt auf der Gitarre, je nachdem, wie die Akkorde liegen. Genau, die Übung wäre jetzt wieder wie bei den anderen Akkorden, dass ihr einfach erstmal versucht, den Akkord erstmal übers Griffbrett zu verschieben, damit ihr einfach, so wie ich das jetzt gemacht habe, verschiedene Akkorde damit spielt. Und dann könnt ihr oder solltet ihr versuchen, diese Akkordform in euer Spiel mit einzubauen. Und wirklich immer probieren. Also nur weil ich jetzt am Anfang gesagt habe, ich benutze diese Form nicht so häufig, heißt das nicht für euch, dass ihr die nicht probieren solltet. Also probiert die wirklich aus und vielleicht gefällt die euch ja so gut, dass ihr die tatsächlich öfter in euer Spiel mit einbaut. Alles klar. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich versuche das dann zu beantworten oder eure Fragen zu beantworten. Und wir sehen uns dann zur nächsten Lektion.